Hey Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid in Vicky's Kitchen. Heute, ja, da kommen sie endlich, die Smackbars, die veganen, ja, Clean Cheating Snickers, würde ich sie jetzt mal nennen. Wie die funktionieren, was ihr dafür braucht, das kommt jetzt. Ja Leute, dann lasst uns jetzt einfach mal starten. Ihr braucht wirklich überhaupt nicht viel für diese Smackbars. Ihr braucht hier einmal Datteln. Ich habe hier jetzt Medjool-Datteln genommen. Die sind einfach richtig schön saftig und süß von Natur aus. Ich habe mir die bei Edeka geholt. Da kriegt man für 3 Euro so 200 Gramm. Und 200 Gramm genügen uns auch definitiv für so, ja, 8 bis 10 Stückchen. Außerdem braucht ihr ja, Smacktastic. Ihr könnt da jetzt natürlich auch wieder einen anderen Flavor nehmen oder einfach nur so Kakaopulver nehmen, stark entöltes. Dazu nehmen wir noch etwas Ceylon-Zimt. Ihr braucht ganz dringend, damit ihr effektiv arbeiten könnt, effektive Cheat-Clean-Gains aufbauen könnt, 2 solche, ja, Schälchen zum Schmelzen bzw. Erhitzen. Ich habe jetzt mal wieder meinen Shredder, den benutzen wir für die, ja, Snickers Smackbar Masse und natürlich hier das Erdnussmus, um das Ganze noch so ein bisschen, ja, leckerer zu füllen. Dann braucht ihr natürlich noch etwas, um dem Ganzen die Form zu verleihen. Deswegen habe ich mir hier so eine Tupperbox bereitgestellt. Die ist extra so ein bisschen größer. Habe die ausgelegt mit Backpapier. Und ja, die benutzen wir dann nachher, um die Smackbars herzustellen. Also beginnen wir einfach mal damit, dass wir die Schokolade schmelzen. Ja genau, apropos Schokolade schmelzen. Ich habe die Schokolade ganz vergessen. Ihr braucht diese Halbbitterschokolade von Rittersport, wenn ihr das Ganze vegan machen möchtet. Also ich habe hier zwei so Tafeln von Rittersport Halbbitter, das sind dann 200 Gramm. Also jetzt fangen wir an, diese zu schmelzen. Dafür nehmen wir uns jetzt hier einfach diesen, ja, Behälter, platzieren ihn auf dem Herd und ja, lassen es ganz langsam erhitzen. Ich mache das jetzt auf Stufe 6 und wir nehmen vorerst nur eine von diesen 2 Tafeln, da wir, ja, erst den Boden frieren müssen und dann können wir mit dem Rest weitermachen. Alles klar. Während wir jetzt die Schokolade da schmelzen lassen, könnt ihr euch schon mal diesen Shredder zur Hand nehmen. Ihr könnt es natürlich auch mit einem Pürierstab machen oder mit einem Mixer oder so. Und ja, eure Datteln alle hier hineingeben. Und ja, was da noch hinzukommt, das zeige ich euch jetzt in der Nahaufnahme. Ja Leute, wir haben ja jetzt die Schokolade geschmolzen, wir haben die Masse fertig gemixt. Wenn sie bei euch fertig ist, dann sollte sie so aussehen. Also die Datteln sind schön klein, es ist eine, ja, homogene Masse geworden. Und jetzt können wir uns die geschmolzene Schokolade zur Hand nehmen und diese Tupperbox hier einfach mal den Boden komplett damit befüllen, damit wir eine Base für den Riegel haben. Dann könnt ihr eigentlich schon mal eure Erdnussbutter hier zur Hand nehmen. Ich habe jetzt so 25 Gramm abgefüllt in dieses Förmchen und hier machen wir jetzt nochmal einen Scoop von Smacktastic rein. Ja, und wenn es dann da drin ist, dann könnt ihr das einfach hier auf den Herd draufstellen. Ich habe nämlich nebenbei schon mal die restliche Schokolade geschmolzen, weil wir die jetzt gleich benötigen werden. So, während jetzt das Erdnussmus mit dem Smacktastic hier so eine feine Masse bilden wird, können wir schon mal die Dattelbase hier auf unseren
auf unsere Schokoladenbase auftragen. Da reingemacht habt, dieses Erdnussmus da drüber gemacht habt und die Schokolade dann auch nochmal drüber zerlaufen lassen habt, sind die Riegel eigentlich so gut wie fertig. Ihr könnt die jetzt noch bestücken mit Erdnüssen, Mandeln oder Kokosflocken, dann habt ihr Bounties und Snickers und was es nicht alles gibt. Ihr könnt da kreativ sein. Jetzt kommt das Ganze aber nochmal kurz in die Tiefkühltruhe, ich denke mal so 10 bis 20 Minuten. Und dann sind die schön gefroren und dann können wir die zuschneiden. Wenn ihr die dann essen möchtet, dann holt die einfach raus. Zugeschnitten sind sie ja dann schon und lasst die aber so für 10 Minuten im Kühlschrank liegen, damit die so eine richtig gute Riegelkonsistenz bekommen und nicht zu hart sind. Es sei denn, ihr mögt es so lieber. Also ab ins Gefrierfach damit. Ja Leute, jetzt habt ihr sie gesehen, die veganen Snickers, meine Smackbar, richtig, richtig genial. Wie ich finde, auch gar nicht mal so schwer herzustellen. Die Nährwerte sind jetzt nicht die allercleansten, würde ich mal sagen, aber hin und wieder kann man sich sowas gerne mal in die Kalorien reintracken. Ich sag's euch jetzt mal noch ganz kurz, und zwar habe ich das Ganze runtergerechnet auf 50 Gramm. Das ist dann in etwa so ein Stückchen hier, das ich jetzt für euch probieren werde. Genial. Sie sind einfach so krass. Das hier ist jetzt aus der Vorproduktion, dem ersten Testlauf mit Marzipan Smacktastic. Ist ein bisschen arg krass, schmeckt einfach extrem krass. Und ich denke, da werden nach der FIBO ein paar Leute, denen ich das mitbringe, definitiv süchtig sein. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu den Makros. Und zwar haben 50 Gramm von diesem Riegel 230 Kalorien, 10 Gramm Fett, 27 Gramm Carbs und 3,5 Gramm Eiweiß. Also wie gesagt, eher etwas wie Clean Cheating. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann teilt es unbedingt mit euren Freunden, lasst mir einen Daumen hoch da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!